Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind mal wieder auf der Galgenberg unterwegs und ich bin hier noch ein bisschen, ja, an der Feldarbeit. Und zwar haben wir hier ja ein neues Feld gekauft und das bearbeite ich gerade, beziehungsweise tue es für die Aussaat vorbereiten. Wir sind jetzt im Februar. Nächsten Monat spätestens sollte hier dann die Aussaat stattfinden. Aber ich glaube meistens ja erst im April. Und mit dem Xerion sind wir hier unterwegs und einer Scheibenegge von, wie heißt der Kollege hier? Lemken, natürlich die Lemken, ist doch logisch. So, nachdem man eben ein Feld hier entsprechend gepflügt hat, bietet es sich immer an, natürlich vor der Aussaat, denn wenn wir wieder Einzelkorn rausbringen, dann müssen wir hier auf jeden Fall ein Saatbett erstellen und das machen wir am besten mit einer Scheibenegge. Und das Ganze hat auch folgenden Hintergrund, denn ihr erinnert euch vielleicht in der letzten Folge, wollte ich hier noch ein bisschen den pH-Wert nach oben bringen. Aber das hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht mit dem Helfer. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir hier dann die Arbeiten auf dem Feld gemacht haben, dann müsste es doch eigentlich gehen, dass wir dann anschließend hier eventuell doch den Kalk nochmal ausbringen können. Deswegen steht hier auch der Glas bereit. Ohne Frontgewicht. Aber ich denke, das ist kein Problem. Ich habe auch mittlerweile hier den Brenndal etwas umgebaut. Ich habe hier die etwas breitere Ausbringmenge oder diese größere Ausbringbreite, so rum ist es, glaube ich, eher richtig, mittlerweile angebracht, damit wir auf jeden Fall dann hier etwas flotter übers Feld kommen. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das Ganze jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Dann bringen wir den hier erstmal in Position, machen mal die Hilfe an, damit wir auch besser sehen. Okay, er erkennt auf jeden Fall und der Helfer funktioniert auch wunderbar, wie ich mir gedacht habe. Einfach hier mit dem entsprechenden Gerät übers Feld und dann ist es wieder bearbeitet, neuer Zustand und dann können wir auf jeden Fall hier nochmal den pH-Wert optimieren, was uns natürlich helfen wird bei Precision Farming bei den Bodenbewertungen, so 57. Ihr seht, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und die anderen Felder passen soweit. Und in der Zwischenzeit habe ich ja auch das Feld Nummer 57 gekauft. Und das habe ich auch schon soweit vorbereitet, damit wir dann auf jeden Fall im nächsten Monat dort Sonnenblumen ansehen können. Denn die können wir im März ansehen. Und das möchte ich gerne hier auf dem Feld 52. So, dieses Feld ist bereits auch vorbereitet mit einem Saatbett. Jo, dann haben wir noch Feld Nummer 58. Das habe ich in der Zwischenzeit gegrubbert. Feld 86 ebenfalls. Und die Idee ist ja wieder, dass wir auf die 76 wieder Mais packen werden. Deswegen werden wir ja auch gleich das Saatbett machen. Und auf der 75 dann Futtermais. Und Sonnenblumen auf die 52. Die 58 und 86 bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir da drauf packen, was wir da noch brauchen. Das werden wir dann einfach im nächsten Monat sehen. Jetzt schauen wir mal. Genau, wunderbar. Das klappt hervorragend. Sehr schön, sehr schön. So, dann schauen wir mal, was hier sonst noch ansteht. Ja, wir müssten eigentlich noch ein bisschen Gülle ausbringen. Ich überlege gerade. So, beziehungsweise Gärreste nehme ich auf das neue Feld, wenn ich noch richtig weiß. Denn da sind wir noch nicht ganz durch. Wir schauen mal ganz kurz rein und zwar bezüglich... So, Stickstoff. Ja, da haben wir noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen was ausbringen. Also, das machen wir dann mit dem Deutz, dem Warrior. Und jetzt haben wir auf jeden Fall für dieses Jahr, ich glaube in Summe 5 Felder hinzugekauft. 3 werden wir auf jeden Fall... bewirtschaften mit entsprechenden Feldfrüchten. 2 Felder sind vorgesehen. Ah, wir können hier rein. 2 Felder sind... Ups. Oh, wow, 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 wow. Da haben wir dann gecrashed. Okay.
Ja, da ein bisschen spät eingeschlagen. So, und zwei Felder sind ja auf jeden Fall für Graswirtschaft dann entsprechend vorbereitet, nämlich ganz in der Nähe von unserem Schweinestall. Ja. Ja, es ist einfacher, wenn wir von oben ranfahren. Ja, er müht sich schon ganz schön hier, der Warrior, mit dem neuen Fass. 18.000 Liter. So, hier geht's aufs Feld. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal ausklappen. Aber bevor es losgeht, schauen wir noch mal, was denn unser... Genau. Ah, dachte ich es mir doch. Jo. Dachte ich es mir doch. Genau. Dann lassen wir ihn hier noch wenden, damit er genau in die Spur kommt. Sehr schön. So, hier sind wir wieder zurück bei unserem Warrior. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? So, und wenn wir eben... was ist jetzt los? Warum will er jetzt nichts ausbringen? Ah, jetzt geht's wieder. Oder hat das einfach wieder mit der Bodenwelle, mit der Bodenbeschaffenheit als solches zu tun? Müssen wir nochmal schauen. Auf jeden Fall kann man hier jetzt sehr, sehr schön eben auch erkennen über die Texturen, wenn eben das Saatbett erstellt ist, wo wir dann auch gedüngt haben. So, da freue ich mich dann auch richtig drauf. Also Mais finde ich immer super. Nicht Mais, Sonnenblumen finde ich dann auch immer supi. Auch optisch natürlich. Und wenn wir dann hier die Sonnenblumen haben, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir uns eine Ölfabrik gönnen, die wir dann platzieren. Gibt ja noch ein Baugelände, auf jeden Fall hier im Dorf. Oder ob wir dann doch noch ein Feld kaufen, wo wir dann Produktion, ein kleines Gewerbegebiet bauen, weil jetzt hier auf der Map selber sind ja nicht ganz so viele Produktionen verbaut. So, dann schauen wir mal, ob wir hier diese kleine Ecke hier, wenn wir von oben kommen, dann bereinigt kriegen. Ah ja, das sitzt hier nicht auf, ne? Die Schleppschläuche, die kommen nicht runter. Okay. So, dann machen wir noch den Rest des Feldes hier soweit fertig. Dann haben wir noch ein bisschen vorgedüngt. Dann sind wir, glaube ich, so bei 60, 70 Gramm. Okay, das passt soweit. Also die Vögel kann ich jetzt nicht verstehen, wenn man hier gerade Gülle ausgebracht hat, beziehungsweise Gärreste. So, da geht noch ein bisschen was. Die Minikarte noch angeworfen. Okay, sehr schön. Dann sind wir hier soweit durch mit dem Feld. Das Feld ist soweit vorbereitet. Dann können wir auf jeden Fall im nächsten Monat die Sonnenblumen ansehen. Und ich bin stark am Überlegen, ob wir dann eigentlich noch ein Feld mit Getreide, mit Gerste oder irgendwas machen. Weizen oder Gerste. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Auch mit unseren Produktionen, weil wir haben ja mittlerweile ja auch die Mühle gekauft. Und da müssen wir dann auch nochmal checken, was wir da eigentlich brauchen, weil da wird ja nicht alles verarbeitet. So, wir fahren mal hier lang.
Sehr schön. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo noch ein bisschen Gärreste ausbringen können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Felder sind soweit alle gedüngt. Okay, dann springen wir mal rüber und schauen mal, wie weit unser Xerion ist. Naja, ein bisschen hat er noch zu tun. Und dann werden wir hier selber jetzt Hand anlegen. Stopp mal. Jetzt. Dann werden wir noch ein bisschen selber Hand anlegen und hier entsprechend kalken, den pH-Wert nach oben bringen. Viel ist es ja nicht, aber dann sind wir auf jeden Fall mal einmal sauber und haben den Optimalwert, um hier auf jeden Fall die Bodenbewertung nach oben zu bringen. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass er natürlich nicht das Vorgewende gemacht hat. Dann machen wir das hier. Aha, okay. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, weil den Teil haben wir ja das letzte Mal von Hand abgefahren. Stimmt ja. Da müssten die Werte ja schon ideal sein. Da müssten die Werte schon ideal sein. Da drüben sind unsere beiden Grasfelder. So, jetzt nicht hier ins andere Feld rein. Das gehörte uns ja mittlerweile. Die Felder sind schon groß, also da können wir jetzt wirklich auch ein bisschen im größeren Stil arbeiten und bewirtschaften. Sehr schön, das passt soweit. Genau. Ja, und den habe ich nicht nur die Arbeitsbreite vergrößert, sondern natürlich auch das Fassungsvermögen. Und wir haben eine, ja, Abdeckung draufgepackt. So sieht er doch jetzt schon richtig elegant aus. Aber müsste auf jeden Fall mal bei Gelegenheit gewaschen werden. So, und dann wieder einmal wenden. Wie sieht es denn eigentlich auf dem Feld aus? Ne, da haben wir pH-Wert ist gut. Da, glaube ich, müssen wir nichts mehr nachbearbeiten erstmal. Das passt. Stickstoff haben wir ja auch drauf gemacht. Auf jeden Fall Gärreste und Gülle. So, sehr schön. Und dann können wir eigentlich mal in der Zwischenzeit, während er hier noch fertig macht, könnten wir mal ein bisschen einkaufen gehen. Jetzt muss ich nur gerade mal überlegen, wo haben wir denn jetzt wieder unseren Strautmann? Denn wir brauchen auf jeden Fall Dünger. Und wir brauchen auf jeden Fall Gartensubstrat. Ah, da ist er. Dann werden wir den mal schnell umbauen. Kann es sein, dass wir hier noch die Pflegebereifung drauf haben? So, da werden wir nämlich ein bisschen Material hier beim Händler holen. Denn wir werden auf jeden Fall demnächst hier auffüllen müssen. Und wir brauchen auf jeden Fall für unsere Spritze auch ein Buschen Herbizid. Und wenn ich richtig weiß, es steht sogar noch Siliermittel, glaube ich, rum. Das können wir dann auch mitnehmen. So, unser kleiner John Deere Fuhrpark, Häcksler und Drescher. Oh,
Und auf geht's zum Händler. Ja, wie gesagt, also wir müssen uns einmal ein bisschen Gedanken machen, wie wir hier mit den Produktionen weiterarbeiten oder weiterverfahren, ob wir uns dann zum Beispiel hier fürs Gewerbegebiet oder hier im Gewerbegebiet hier in der Nähe vom Händler, da hat es ja auch Felder oder Flächen, die eigentlich schlecht zu bewirtschaften sind, aber hier könnten wir natürlich eine Zufahrt bauen und dann hier zum Beispiel unsere Ölfabrik oder irgendwas etwas Ähnliches hinstellen und da hinten haben wir noch eine Halle. Also hier diese Fläche, die ist eigentlich für mich prädestiniert, um jetzt Produktionen hier zu etablieren, um ein kleines Gewerbegebiet hier zu bauen, um dann entsprechende Materialien, unsere Feldfrüchte weiter zu verarbeiten, zu veredeln. So, hier geht's rein. Ja, da haben wir noch Zeug, auf jeden Fall. So, wir müssen erst umbauen. Wir müssen erst umbauen. Ja, jetzt ist der Strottmann natürlich nicht allzu groß. Schauen wir mal, ob das reicht. Okay. Das können wir schon mal reparieren. Den hier werden wir konfigurieren. Ballen-Autoload, Holzanhänger. Da machen wir Standard. So, und den Lindtruck. Jetzt müssen wir hier mal schauen, konfigurieren. Da hat tatsächlich noch die Pflegebereifung. Da machen wir doch Radgewichte. Das passt. Okay, und müssen wir den auch noch reparieren? Den können wir auch noch reparieren. Sehr schön. So. Nee, jetzt haben wir ihn verkauft, oder? Ach du Schande! Zu schnell geklickt und verkauft. Ich fasse es nicht. Jetzt haben wir tatsächlich den Lindtruck verkauft? Habe ich tatsächlich den Lindtruck verkauft? Naja, was für ein Glück, dass wir zufällig beim Händler sind. Naja, es musste sowieso mal ein neuer her. Ein neuer Lindtruck. Heidenei. Tatsächlich verklickt. So, wo ist er denn? Da ist er, der Linter. Dann wieder mit Radgewichten. Frontlader brauchen wir eigentlich nicht. Und den Rest brauchen wir eigentlich auch nicht. Bingo. Also, dann kaufen wir den jetzt erstmal so. 106.000. Oh Mann. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen. Ja, jetzt habe ich mal die automatische Speicherung eingeschaltet, weil ich doch das letzte Mal wieder Probleme hatte, dass kurz vorm Ende tatsächlich wieder mal abgestürzt ist, wegen irgendeinem Mod, den ich angetestet habe anscheinend. So, jetzt schauen wir mal. Verkaufte Fahrzeuge 82.000. Gut, also mein Gott, dann haben wir ja ein kleines bisschen, nicht ganz so viel, ja, draufgelegt. Und jetzt haben wir dafür wieder ein Fahrzeug, ein nagelneues Fahrzeug, einen nagelneuen Lindtruck. Aber an den habe ich mich so gewöhnt, der ist mir so ans Herz gewachsen. So, Dele. Okay, ich glaube, so können wir ihn jetzt erstmal stehen lassen. So, und dann werden wir uns hier auch noch einen neuen Gabelstapler, weil da habe ich nämlich den Lizard. Den werden wir uns aber nur mieten. So, weil der andere steht ja oben. Und wir brauchen, was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Wir müssen einkaufen. Ach, das berühmte Gartensubstrat. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Das Gartensubstrat, ich glaube, ohne. So, wo haben wir denn? Hier. Ja, ohne die Hände. Das müssten wir irgendwo hier am Ende finden. Ziemlich weit hinten, wenn ich richtig weiß. Mineralfutter. So, Dele. Jetzt müssen wir aufpassen. Hafer, Schweinefutter, Gartensubstrat. Genau, das ist das Richtige, weil hier muss man jedes Mal aufpassen, welches Gartensubstrat man hier verwendet.
So, und dann nochmal. Ah, jetzt müssen wir wieder durchschießen. Sehr gut. Was haben wir hier stehen? Das ist Dünger, ne? Das ist Flüssigdünger. Wir brauchen auf jeden Fall Herbizid. So, dann nehmen wir dieses hier. Bingo. Und dann packen wir das auf den Wagen. Und die schweren Sachen machen wir vorne hin, weil das ist ja nur ein Einachser. Da müssen wir sowieso ein bisschen aufpassen. Reicht das schon? Ach, komm. Sehr schön. So, in Realität würde man natürlich erst hochfahren, wenn man auch wirklich am Hänger ist. Weil sonst wird das ja alles ein bisschen gefährlich. Hups, hups, hups. So. Okay. Dann stapeln wir das auch ein bisschen hoch. Das sieht doch gut aus. Jo, und das können wir da oben irgendwo drauf packen. Das denke ich, das sollte so gehen. Huch. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht hier, dieser Stapler. Sehr schön, sehr schön. Dann bringen wir den hier mal in eine Parkposition. Motor aus. Dann auf in den neuen Lindtrack. In den alten neuen Lindtrack. Oh Mann. So, da haben wir unsere Spanngurte und auf geht's. Dann fahren wir damit mal zum Hof. Und das soll es wieder mal gewesen sein hier von der Galgenberg. Wir sind im Februar angekommen, haben noch ein bisschen Feldarbeit, aber ich freue mich schon auf den nächsten Monat im März, wenn es dann losgeht, wieder richtig hier mit der Aussaat von den Feldfrüchten, Sonnenblumen und natürlich dann im April der Mais, der dann aufs Feld muss. Yo! Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ihr seht, es geht hier auf der Galgenberg als weiter mit den weiteren Arbeiten, die wir hier auf dem wunderschönen Hof vom Yogi hier haben auf dieser wunderschönen Map. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.